Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Worms Ultimate Mayhem. Ja, es geht weiter mit der Story. Beim letzten Mal waren wir beim Geisterhügel stehen geblieben und den werden wir jetzt heute nochmal probieren. Hoffentlich mit direktem Erfolg. Ich werde das trotzdem nochmal vorlesen, auch wenn ihr es schon kennt. Gerüchte zufolge versteckt Buggy The Kid einen Teil seines Goldes in den Gräbern der Worms, die er auf dem Gewissen hat. Oh, gruselig in der Tat. Seht euch auf diesem Friedhof um und schaut, was ihr finden könnt. Ja, wir brauchen Gold. Keine Knochen, keine Geister, wir brauchen Gold. Versucht aber die Gräber nicht in Unordnung zu bringen. Die dort bestatteten Jungs wollen nicht gerne gestört werden. Ja, oder werden nicht gerne gestört, wie man es auch immer nennen mag. Ich kann quasi schon weiter, aber natürlich werden wir alles chronologisch vorgehen. Und so geht's dann jetzt los. Es gibt eine kleine Änderung. Und zwar hat sich mein Team ein bisschen geändert. Wir haben nämlich jetzt ein neues Team, nicht mehr von League of Legends. The final resting place of many cowworms. The prof reckons the place is full of gold and full of ghosts. Start by collecting this nugget. Other nuggets will then appear. One last pointer before you begin. The dead locals won't take kindly to a young worm stealing their gold. So keep your trigger finger at the ready. Alles klar, Boss. So, ja, wir sind äußerlich ein bisschen verändert, aber auch neue Namen. Und ich habe mir mal mein ganzes Team so zusammengeholt, was MS Gamer TV angeht. Ich bin ja nicht alleine, aber das werdet ihr schon noch sehen. So, das erste Gold ist direkt hier vorne. Der erste Frankenstein. Und da oben wartet direkt das Geld zum... Das nächste Goldnugget auf uns. Aber zuvor sollten wir uns diesen Halbgeist hier mal aus dem Weg räumen. Da reicht so eine Feuerfaust. Bam. Voll in your face. Ja, ich versuche gar nicht mal den Namen auszusprechen. Ich werde ihn bestimmt fehlen. So, wie ihr gesehen habt, Winnie ist das. Jawohl, das bin ich. Noch bin ich alleine. Ich glaube, in dieser Mission bin ich auch alleine. Das ist leider schade. Aber ihr werdet die anderen noch im Team später kennenlernen. Da haben wir jede Menge Leute mit dabei. Wer viele von meinen Videos bisher schon geguckt hat, wird sie alle kennen. Aber das verrate ich euch jetzt noch nicht, wer alles mit dabei ist. Natürlich werden alle von mir gesteuert, aber ich vertrete sie sozusagen. Also alle von... alle Mitwirkende, die jetzt hier auf dem Kanal helfen bei den Let's Plays und so mitmachen, sind hier vertreten. Und gemeinsam wollen wir uns jetzt durch die Kampagne schlagen. Zumindest das, was noch vor uns kommt oder was auf uns wartet. So, jetzt haben wir direkt zwei. Den ersten, der hat hier mehr Leben, das könnt ihr euch denken, warum. Weil er hier so am Abgrund steht. Nehmen wir nochmal eine Feuerfaust und klatscht den einfach weg. Oh, verdammt, da war ich jetzt weit weg. Shit. Jetzt habe ich ein Problem. Nein. Und das war das Knockout für Winnie. Das war's, Leute. Versuch 1 ist gescheitert. Nein. Oh mein Gott, war das peinlich. Schnell überspringen. Weg. Direkt Neuversuch. Ja, bla bla. Los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also vergesst gerade das, was passiert ist. Einfach nur mega peinlich. Ja, halt deine Gosch. Wir wissen das alles. So, erstes Goldnugget, bla bla bla. Ja, bla bla, da ist das nächste, ich weiß. Verpiss dich.
Überspringen, überspringen. Meine Nase juckt gerade übelst. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? So, Goldnugget Nummer 2 wartet auf der anderen Seite der Brücke. So, irgendwo hier wird Kiste angezeigt, die ist scheinbar unter uns. Gut, dann holen wir uns jetzt das nächste Goldnugget und diesmal fail ich aber nicht. So, machen wir hier, so in die Richtung. Jetzt bloß irgendwo hin, wo man uns nicht so leicht runterschubsen kann. Damit der gleiche Fehler nicht nochmal passiert. Verdammt, der lebt noch. Vielleicht sollte ich sie diesmal erst ausschalten, bevor ich das nächste Goldnugget hole. Juhu, jetzt bin ich auf dem Brückenpfeiler. Haha, hier kriegt ihr mich nicht. Oder vielleicht doch. What did you say? Okay, you want to die? You can die. Obwohl, das ist nicht gerade gut. Ich glaube, ich nehme nochmal eine Feuerfaust. Diese Feuerfäuste sind was richtig praktisch. Ein bisschen. Diesmal fällt er aber auch ins Wasser. Und cooler Name, they live and they die. Wie Nasus immer sagt, we will live and they will die. Oder irgendwie so etwa. Was, du streckst mir die Zunge raus? Na warte, das hast du das letzte Mal getan. Du halber Frankenstein, du. So. Irgendwas mit Demon ist down. So, jetzt können wir uns geduldig das derweil dritte Goldnugget holen, was... wo war das? Ach, da unten war das. Gut, dann... Ich überlege gerade, klappt das eigentlich? Ein bisschen tricky hier. Und zwar machen wir es so. Ui. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Oh nein, nicht so ins Wasser. Ja, fuck. Nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte ihn durch die Explosion direkt ins Wasser befördern. Jetzt habe ich ja trotzdem alle drei am Hals. Verdammt. Nein, 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 nein. Ey, komm schon. Wieso ist die Map so scheiße konstruiert, Mann? Ich schwöre, ich hab die Map, die Mission gehasst, oder die Map sowieso. Und werde sie jetzt immer noch hassen. Das ist jetzt derweil mein vierter oder fünfter Versuch, wenn man die andere Folge mitberechnet. Also das finde ich jetzt nicht mehr witzig, was ich hier mache. Ja, ja, laber du nicht, du hast jetzt den Finger in der Fresse. So. Also jetzt volle Konzentration. Ich dachte, der Winnie hat da mehr drauf als hier die von League of Legends. So, diesmal versuche ich den anderen auch direkt ins Wasser zu befördern. Guck gerade mal, so müsste es ja eigentlich gehen. Bam. Schön hier irgendwo hin, damit ich auch bloß nicht ins Wasser fallen kann. Nein. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht.
Das war doch nichts gegen Winnie, Alter. Wie willst du Winnie down kriegen? So auf jeden Fall nicht. Dynamit haben wir 2. Dynamit ist eigentlich zu schade. Ich überlege gerade. Aber das könnte mir auch Schaden machen. Nehmen wir doch mal das gute alte Schaf. So. Los, mein Schäfchen. Boom. Oh yeah, muss die Kirsche auch dran glauben. So, und jetzt zu euch drei da unten. Wir setzen zur Landung an. Erfolgreich gelandet. So, Bitch, und jetzt machen wir hier ein TNT hin. Machen wir mal. Aber bloß weg von dem blöden Wasser. Ich hab keinen Bock jetzt wieder. Ja genau, so hab ich mir das vorgestellt. Kada boom und Dennis ist weg. Oh, ein Damage geht an Winnie. Oh. Das macht mir doch nichts aus. Genau. Das war ja sehr gut, denn Zug echt clever, hätte ich nicht besser machen können. So, wie mache ich denn jetzt? Den befördere ich auch ins Wasser mit einem Feuerfaust. Oh mein Gott, was machen die denn da? Das war aber nicht jugendfrei. Ja, das Salzspringen sowieso nicht. So, mein Freund, jetzt kommen wir zu dir. Was machen wir mit dir? Ich kriege, glaube ich, auf Anhieb nicht down. Aber ich muss jetzt irgendwie an das nächste Dingens kommen. Und ich denke, das mache ich wie folgt. Erstmal mache ich jetzt hier nur mal auf sicher eine Plattform. Dann stelle ich mich hier in der Ecke, damit mir auch bloß keiner wieder was mit dem Wasser antun kann. Und dann nehmen wir mal einen Luftschlag. Und versuchen den irgendwie. Ich glaube, so wird das zwar nichts Besonderes, aber das Problem ist halt, dieser hohe Felsen ist im Weg. Habe ich ihn überhaupt jetzt getroffen? Boah, 5 Damage, übertreibt. Ich glaube, er sieht mich nicht. Doch, er sieht mich. Grabstein ist aber im Weg. Daneben. Yes. Gut, du willst es nicht anders, Kollege, dann kriegst du auch einen Dynamit in. Genau vor dir. Vielleicht fliegst du ja direkt ins Wasser. Oh nein, oh nein, 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 schnell wieder dahin. Der hat jetzt 100 pro noch ein Leben. Ja, was hab ich gesagt? Boah, fuck, ich dachte, er stirbt jetzt. Nein, 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 nein. Boah, Leute. Ich dachte jetzt, das wär's gewesen. Und diese blöden steilen Klippen da, da rutscht man direkt ab. Ja, hier ist wieder eine Feuerforce zurück. So. Was ist denn mit O? Die Plattform hat auch ein bisschen Schaden abbekommen. Mann, Deutschland, Junge. Ich habe die Version auf Deutsch gekauft. Deswegen will ich auch hier deutsche Sprache
So, wir müssen jetzt irgendwie hier wieder mit. Am besten mache ich hier mal noch eine Plattform hin, damit ich auch bloß nicht da reinfalle. Gerade ist nämlich mein einziger Gegner das Wasser. Das ist nur die Frage. Und machen wir die Vogelperspektive. Wenn ich da und dann da rum. Da ist das Gold Nugget. Das bedeutet, ich gehe lieber einen sicheren Weg. Gehe lieber ein bisschen länger. Aber dafür passiert mir auch nichts. Also ich weiß nicht, ob so ein Kaktus mir auch Damage macht, aber ich überspringe ihn mal lieber. So. Jetzt muss ich quasi nur noch darüber. So, mit der Plattform sollte es reichen. Und hepp. Und yes, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind weiter als jemals zuvor. Das bedeutet, wir können die Mission jetzt packen. Ja, ich warte noch die nächste Runde. Oh, ich bin ja direkt wieder am Drücker. So, wie viele kommen jetzt hier nochmal? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Dann wird's klar, wen wir als erstes nach Hause schicken. Schnell wieder da rein. So. Den bin ich los. Ich glaube, es sind noch drei Stück. Mit jeweils 100 Leben. Ne, der hat 125. Oh, der ist Jax. Oh. Der ist auch von League of Legends. Ja, du brauchst unbedingt ein Bad. Aber ich kann dir gleich ein Bad bescheren. Obwohl. Ich weiß gar nicht, die Oma. Wollen wir die am Ende zum Schluss nehmen? Ach, guck mal hier, der kann Bad nehmen. Den kriegen wir bestimmt auch ins Wasser befördert. Klatsch. Obwohl, nee, ich glaube, der fällt nur runter. Ja. Der lebt noch. Ja, was machst du jetzt, Kollege? Machst du Selbstmord? Finde ich sehr gut. Oh nein, eine Splittergranate. Ja, kill deine Kollegen. Ach, euch ist langweilig. Dann kannst jetzt meine Omi grüßen. Die geht nämlich jetzt vorbei. Komm, gib deiner Omi ein Schmatzi. Kriegst auch ein bisschen Geld für. Habe da, habe da, habe da. Oh, ich habe meine Zähne verloren. Bitte gib sie mir wieder. Oh, was macht die für ein Krater, Junge? What the fuck? Oh no! Der Splitter! 2 Damage! Boah, ich bin so ein Tank, Junge! Der Vini ist einfach unbelievable! Aber das Wasser ist natürlich der größte Gegner. So. Ja, wen holen wir uns denn jetzt? Ach, wir wissen mit ein bisschen. Ich denke mal. Mit Gottes Hilfe können wir jeden Bösewicht schlagen. Boom. Audience are loving this 80 Damage, ja. Gott ist echt stark. Oh fuck. Ich sollte mal wieder aus dem Loch raus. Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier raus?
Ah gut, ich komme hier noch raus. Oder? Doch, ich komme hier noch raus. Oh, da ist aber ein Loch. Aber der da gefällt mir gerade lieber. Aber er lebt noch, verdammt Mann. Ich dachte, er wäre jetzt down. Ach, der da unten lebt ja auch noch. Verdammt. Oh no, oh no, oh no. Oh yeah, oh yeah. Gut, Kollege. Tschüssikowski. Jojo, dat. So, next one. Du da, bist auch fast down. Was machst du? Seilspringen. Wäre wohl die beste Alternative. Ja, Mann. Der Grabstein beschützt mich. War natürlich alles geplant, Leute. So. Ah, da ist ein Block, ein Weg, so ein Stück Dreck, was so in der Luft schwebt. Tschüssikowski. Und damit bleibt nur noch einer. So, den werde ich jetzt mal versuchen mit der Zielfernrakete zu eliminieren. So, anvisieren. Und dann schön nach oben. Und jetzt fliegt meine Lenkrakete knall ein und boom. Und the winner is MS Gamer TV. Nach vierten, fünften Versuch. Success. Success. You've collected the golden nuggets. Jawohl, und wir haben mit wenig Damage überlebt. Ja, Freunde. Leider habe ich bei den ersten beiden Versuchen ja wieder versagt. Deshalb geht's dann in der nächsten Folge mit der kommenden Mission weiter. Also seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich doch bitte, würde mich sehr freuen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gern einen Daumen hoch geben. Und auch gern einen Kommentar schreiben, so was ich noch besser machen kann oder ob es euch auch so gefallen hat. Auf jedes Feedback freue ich mich sehr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Vinny von MS Gamer TV.